Ja, hallo zusammen, wir sind's wieder, Gornsetter Zuchtschamenas. Nun wieder ein kleines Video für euch, das mehr oder weniger ganz zufällig entstanden ist. Wie ihr sehen könnt, steht die bei Jen vor. Das heißt also, sie hat, in diesem Fall hat sie Amselwitterung bekommen. Ich bin mit ihr zum abendlichen Spaziergang draußen, auf einmal schlug sie rum. Sie hat Stirnwind und ist dabei, die Amsel nachzuziehen. Sie hat sie jetzt auch gesehen, aber zuerst hat sie sie mit der Nase wahrgenommen. Ich versuche mal, die Amsel heranzuzoomen. Ich glaube, das geht noch nicht. Dafür ist diese Kamera jetzt nicht ausreichend. Ich werde mal versuchen, mit ihr zusammen aufzurücken. So. Komm, langsam voran. So ist fein, fein, fein. So ist fein. So, jetzt habe ich sie sips verloren. Die Amsel. Ich ziehe mal mit ihr jetzt mit. Also was ich euch damit zeigen will, ist eigentlich das, dass man selbst beim Spazierengehen Möglichkeiten hat, das Vorstehen zu trainieren. Gerade wenn man einen jungen Hund hat, sollte man jede Gelegenheit wahrnehmen, die sich einem bietet. Und sobald der junge Hund Anzeichen des Vorstehens macht, sollte man den Hund ruhig unterstützen. Ich weiß jetzt nicht, wo sie ist. Also die laufen ja auch immer am Boden ab. Da kann man auch das Nachziehen sehr schön üben. Noch ein paar Worte zum Unterstützen und Bestätigen des Hundes, sobald er vorsteht. Die Bayen hat ein weiteres Mal eine Amsel gefunden. Ich versuche sie mal heranzuzoomen jetzt. Ja, da kann man sehen, wie sie die Amsel auf Nahrungssuche ist. Und die Bayen hat sie per Witterung wahrgenommen und natürlich jetzt auch sichtig. Und die Unterstützung des Hundes sieht so aus, dass man zu seinem Hund hingeht. Und mit dem Kommando Steh. Ein langgezogenes Steh. Den Hund unterstützt. Steh. Steh. Wenn man bei dem Hund ist, wird er vom Kopf her über die ganze Rückenlinie gestreichelt. Und diese Streicheln ist eine Bestätigung für den Hund,
dass er das, was er tut, also das Vorstehen, dass das richtig ist. Man muss dem Hund vermitteln, dass das absolut richtig ist, was er tut. Ich werde nochmal versuchen, ein bisschen heranzuzoomen. So, also da vorne hinter dieser Buche, da müsste die Amsel sitzen. Bei einem ganz jungen Hund wird das natürlich in der Form jetzt nicht klappen. Da wäre man gezwungen, den Hund an die Halsung zu nehmen. Damit man vermeidet, dass der Hund also unkontrolliert einspringt, weil ich werde jetzt mal versuchen, mit ihr ein bisschen nachzuziehen. Langsam. Langsam. So, die Amsel sitzt da noch. So, ist fein. Fein. Also wie gesagt, der junge Hund, der sich des Vorstehens unsicher ist und das erst noch lernen muss, muss man in solch einer Situation den Hund an die Leine nehmen, um ein Hinterherhetzen und immer vorzeitiges Einspringen zu verhindern. Die Amsel ist auf Nahrungssuche. Mal langsam voran. Langsam voran. Also für die ersten Male des Trainings kommt es überhaupt nicht darauf an, ob es ein Fasan ist oder eine Amsel. Es geht ganz einfach nur darum, dass man dem Hund zu verstehen gibt, dass er sich gegenüber sichtig gefundenem Wild gehorsam und diszipliniert zeigt, beziehungsweise dieses mit dem Vorstehen anzeigt. So, dieses gemeinsame Nachziehen mit dem Hund, das klappt natürlich erst dann, wenn der Hund das Vorstehen gelernt hat, wenn er das Nachziehen gelernt hat. In der jagdlichen Praxis ist es ja so, dass man also gemeinsam mit dem Hund den Fasan hochmachen will. Der Hund soll also nicht alleine Beute machen, sondern mit dem Führer zusammen nachziehen. So, ist fein, fein. Und wieder das Kommando steh. Der Hund wird gestreichelt vom Kopf über den Rücken. Und das dient der Bestätigung, dass er alles richtig macht. Der Hund muss bestätigt werden, damit er weiß, worum es geht. So, bleib. So, langsam voran. Langsam voran. So, fein. So ist fein. Ja, und das kann man natürlich mit der langen Feldleine sehr schön üben. Da hat man den Hund unter Kontrolle. So, dass man ihn am Einspringen hindern kann. Man kann zurückhalten. So, also sie merkt jetzt die Bayenne, dass ich mit ihr nachziehe, gemeinsam. Jetzt ist hier Bodenwitterung. Die Amsel, die befindet sich da hinten. Da, man kann sie sehen, rechts neben der schrägen Buche. Jetzt ziehe ich mit ihr mal nach. Ja, was tut man, wenn der Hund immer wieder einspringen will?
dann geht es erstmal darum, dass man ihn beruhigt. Das heißt also, ich mache es in der Form, dass ich den Hund dann halt in die Downlage bringe und erstmal einige Minuten vor der Witterung unten halte, damit er versteht, dass er einfach nicht ohne Kommando einspringen darf. So. Ja, man kann sehen, sie kauert auch die Witterung. Der Wind kommt von vorn, also Stirnwind. Und so bietet sich die Amsel auch als Trainingsmöglichkeit, das Vorstehen zu trainieren, sobald der Hund Manieren zeigt zum Vorstehen. So, jetzt will ich mal weiter ran. Na komm. Ganz vorsichtig. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo sie ist. Es kann sein, dass die Amsel hier direkt hinter dem Graben sitzt. Da muss ich mal schauen. Ah, Jen. Voran, voran. Ja, ich denke, die Amsel ist weg. Aber ihr habt gesehen, worum es geht. Das wollte ich euch mit diesem Video zeigen. Für die Anfänge kann man solche Situationen durchaus nutzen, und wenn der Hund dementsprechend sicherer geworden ist, dann wird es nachher auch der Fasan oder das Rebhuhn sein. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann, macht's gut, tschüss.